Wasser und Feuer, was hat das mit einem Luftfilter zu tun? Das klären wir direkt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Hengstgarage. Mein Name ist Ronald und euch nun viel Spaß. Der Anspruch an einen Luftfilter in Bezug auf Schmutzaufnahmefähigkeit ist allein gesehen schon sehr hoch. Trotzdem muss er sich noch weiteren Einflüssen stellen. Um dauerhaft die höchstmögliche Abscheidung zu gewährleisten, muss das Filtermedium bei jeder Temperatur und bei jeglicher Luftfeuchtigkeit stabil bleiben. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Stellt euch vor, ihr fahrt bei Regen mit eurem PKW von Hamburg nach München. Das sind so 8 Stunden. In dieser Zeit saugt ein normaler PKW-Benzinmotor mit ca. 2 Liter Hubraum bei durchschnittlicher Geschwindigkeit schon weit mehr als 1,5 Millionen Liter Luft an. Diese regennasse, feuchte Luft gelangt zum Luftfilter, muss aber trotzdem trocken in den Motor gelangen. Ein minderwertiges Filtermedium, sprich Filterpapier, verliert durch die Feuchtigkeit an Stabilität und es bilden sich durch den Volumenstrom Faltenpakete und große Spalten. Die Ansaugluft geht den geringsten Weg des Widerstandes und somit wird das Medium an der schwächsten Stelle reißen. Dadurch kann Schmutz und Feuchtigkeit ungehindert in den Ansaugtrakt bis hin zum Motor gelangen. Bei hochwertigen Filtermedien wird das Material durch wasserbeständige Imprägnierung hochfest und wasserabweisend. Die Form bleibt stabil und Risse haben keine Chance. In der Überschrift hatten wir auch das Wort Feuer aufgeführt. Wo ist der Zusammenhang zum Luftfilter? Bei älteren Motoren konnte es bei verstellter Motorsteuerung schon einmal vorkommen, dass ein Verbrennungsrückstoß in den Ansaugtrakt gelangen konnte. Vergaserbrände konnten durchaus vorkommen. Dabei haben größtenteils die Luftfilter gebrannt. Heutzutage kommt die Gefahr nicht aus dem Motor, sondern eher von außen. Weggeworfene Zigarettenkippen können durch den Luftfilterkasten zum Filter gelangen. Ist ein minderwertiges Filtermedium verbaut, kann dieser leicht in Brand geraten. Der Luftstrom unterstützt das Ganze noch. Auch hier muss man einfach sagen, dass hochwertige Filtermedien durch flammhemmende Imprägnierungen keinen Brand zulassen. Meist sind die Medien, sprich Filter, etwas teurer. Aber durch die besonderen Eigenschaften schützen diese sicher vor Motorschäden und Motorbränden. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst schon, kommentieren, liken, abonnieren. Wir sehen uns. Bis bald in der Hengstgarage. Euer Ronald.